Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesund mit Jenko. Mein Name ist Samira und ich stelle euch heute Teil 2 von unserer Zeckenreihe vor. Komm her, ja Wein! Genau, wir haben uns ja letzte Woche schon, ich verlinke euch das mal hier oben, mit dem Thema chemische Mittel gegen Zecken, also die chemische Zeckenbekämpfung, das wie Bravecto, Nexgard und so weiter beschäftigt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, das Video ist ein bisschen länger. Da bin ich auf verschiedene chemische Mittel eingegangen und habe eine persönliche Meinung abgegeben, was ich davon halte, beziehungsweise ob ich sowas meinem Hund geben würde oder nicht. Könnt ihr also sehr gerne mal reinschauen. Heute haben wir quasi dann das Gegenteil dazu oder das Thema passend dazu, und zwar natürliche Mittel gegen Zecken. Da habe ich mal 5 rausgesucht. Mit Sicherheit gibt es da auch noch mehrere, aber ich habe mal so die genommen, die auch am bekanntesten sind, die meisten Leute verwenden oder von denen die meisten Leute auch schon mal gehört haben. Natürlich habe ich für euch auch da wieder alle möglichen Seiten rausgesucht, wo ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt. Das verlinke ich euch alles unten in der Beschreibung, also alles, wo ich meine Informationen natürlich her habe, und natürlich auch einfach für euch nochmal ein paar Möglichkeiten, wo ihr das alles so nachlesen könnt. Ich habe mir Notizen gemacht heute. Erstens kann ich dadurch das auch einfach alles ein bisschen strukturierter durchgehen und ich vergesse auf jeden Fall auch nichts. Genau, wie gesagt, 5 Mittel habe ich mir rausgesucht. Auch hier werde ich erstmal den ersten Teil des Videos nutzen, um einen Überblick zu geben und Informationen zu den ganzen, also ein paar Fakten rauszuhauen sozusagen. Und am Ende gebe ich dann nochmal eine persönliche Meinung von mir selber ab. Wir beginnen mit dem, was vermutlich die allermeisten kennen und auch sehr, sehr viele bereits nutzen, Kokosöl. Und zwar geht es mir darum, Kokosöl, was man von außen aufträgt und nicht, was man in den Hund reingibt. Also man kann das ja auch ins Futter geben. Mir geht es jetzt aber darum, das auf den Hund aufzutragen. Und tatsächlich gibt es auch eine kleinere Studie, die die FU Berlin durchgeführt hat, am Menschen, wo Kokosöl aufgetragen wurde und festgestellt wurde, dass die Zecken diese Stellen meiden. Dieses Prinzip wird wohl auch auf den Hund zu übertragen sein, weil es ja einfach grundsätzlich darum geht, dass die Zecke sich von Kokosöl halt einfach fernhält. Dazu muss man noch mal sagen, wie funktionieren Zecken. Zecken haben tatsächlich keinen Geruchssinn, sondern das sogenannte Hallersche Organ, was an den vorderen Beinen dran ist. Und darüber nehmen sie verschiedene Substanzen wahr, die zum Beispiel vom Menschen oder auch vom Tier ausgestoßen werden oder halt am Tier dran sind. Deswegen funktionieren halt solche Sachen wie zum Beispiel Kokosöl von außen, weil die Zecke das halt quasi wahrnimmt und es ist für sie einfach unangenehm. Es ist natürlich keine hundertprozentige Zeckenabwehr. Natürlich kann die Zecke vielleicht trotzdem auf den Hund, aber sie wird sich im Zweifel eher fallen lassen und sich einen besseren Wirt suchen, wo sie halt mit solchen Dingen nicht konfrontiert wird. Warum funktioniert Kokosöl gegen Zecken? Weil dort eine sogenannte Laurinsäure drin ist. Und die auch in sehr, sehr hoher Konzentration. Wenn ihr euch ein Kokosöl holt, sollte das auch am besten eine hohe Konzentration, so mindestens 50% sollte es enthalten. Das wirkt sehr, sehr gut und das macht für die Zecke das einfach sehr, sehr unattraktiv. Wie gesagt, keine hundertprozentige Abwehr hat man aber bei auch chemischen Mitteln auch nicht gegeben. Von daher, ne, muss man sich halt einfach mal anschauen. Man sollte es am besten an einer Stelle beim Hund auch mal testen vorher, also einfach mal ein bisschen einreiben, mal einen Tag schauen, passiert irgendetwas, reagiert der Hund zum Beispiel allergisch drauf, ist es eher unwahrscheinlich, aber man sollte es natürlich einfach mal getestet haben, reagiert er nicht allergisch drauf, dann könnt ihr es natürlich weitergeben. Wie funktioniert die Anwendung? Am besten je nach Größe des Hundes nehmt ihr so eine Erbsen- bis Walnussgroße Kugel von diesem Kokosfett und verreibt es in euren Händen, bis es halt eben flüssig ist. Und dann verreibt ihr es auf dem Hund. Und zwar sind dort ein paar Stellen besonders gut geeignet dafür. Und zwar die Pfoten, die Beine, Kopf und Nacken, Bauch und Bauch. Also da, wo auch erstens, wo die Zecken gerne rumwandeln und wo man auch gut an die Haut drankommt. Und dort verteilt man das dann. Anfangs wird auch vor allem empfohlen, das einfach vor jedem Gassigang zu machen. Es wird gesagt, dass es später dann auch reicht, wenn man es vielleicht nur einmal am Tag macht, aber grundsätzlich ist Kokosöl nicht gefährlich für den Hund oder giftig. Es kann sein, dass er es vielleicht abschleckt, weil er es lecker findet. Dann sollte die Anwendung natürlich nochmal wiederholt werden, aber es gibt ja auch Stellen, wo der Hund nicht so gut drankommt und eventuell macht er das ja auch gar nicht. Das heißt, vor dem Gassigehen an diesen Stellen den Hund einreiben und dann werden sich die Zecken auf jeden Fall schon mal ein wenig unwohler auf dem Hund fühlen und dann, ja, das auch einfach mal sein lassen. Eine wichtige Sache, das möchte ich gleich hier nochmal reinschieben, ich wollte das eigentlich ganz am Anfang gesagt haben, aber auch eine sehr effektive Methode ist natürlich, wenn man den Hund
erstens während des Gassigens natürlich beobachtet. Da sieht man auch schon, je nachdem, was der Hund für ein Fell hat, schon sehr viele Zecken. Aber den Hund nach jedem Gassigang einmal richtig ordentlich durchkämmen. Da müsst ihr natürlich die Fellstruktur eures Hundes beachten, welche Bürste da gut geeignet ist. Aber wenn ihr den Hund abbürstet, wir haben das zum Beispiel auch häufiger gemacht und eigentlich oft auch Zecken dann in der Bürste gehabt und die halt eben einfach sauber rausgekämmt. Das heißt, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal machen und den Hund halt eben einfach auch in den Stunden danach regelmäßig absuchen, weil die meisten Zecken wandern erstmal auch gut mal 2, 3 Stunden über das Fell, bevor sie das Blut anzapfen. Und dann kann man natürlich nach 3, 4 Stunden den Hund dann vielleicht einfach nur, während er liegt, schön streicheln und dann kriegt man auch auf jeden Fall schon mal ein paar Zecken nochmal erwischt. Genau. Die Wirkung wird übrigens mit 6 bis 8 Stunden angegeben. Das heißt, tatsächlich würde es auch schon fast reichen, wenn man den Hund nicht vor jedem Spaziergang, je nachdem wie oft ihr spazieren geht, eingrebt, sondern vielleicht morgens und abends. Die Mittagsrunde könnte man eventuell sogar auslassen. Dann eine Sache ist Zistrose. Das ist jetzt auch gerade immer mehr im Kommen. Auch da gibt es eine kleine Studie, die von Heilsam-Praxis Esch in St. Augustin durchgeführt wurde. Dort wurde das mehreren Hunden aufgetragen und dann beobachtet und einfach festgestellt, dass im Vergleich zu anderen Hunden, die andere Mittel bekommen haben, sehr, sehr wenige bis gar keine Zecken tatsächlich entdeckt wurden. Auch das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass es eine sehr effektive Methode sein soll. Und zwar ist es von Zitronen-Zistrosen-Gewächs. Die Anwendung kann hier zweierlei geschehen. Entweder gibt es sogenannte Kapseln. Die sollte man ins Futter geben oder aufs Futter geben. Man muss dazu sagen, die erste Wirkung wurde damals festgestellt, tritt so nach 5 Tagen ein und nach etwa 10 Tagen tritt die volle Wirkung ein. Also es ist nicht direkt am ersten Tag, sondern ein paar Tage verzögert. Genau, halt wie gesagt, entweder die Kapsel mit ins Futter oder was tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, ist der sogenannte Zistrosentee. Davon sollte man so Pi mal Daumen eine Tasse am Tag geben, das heißt eine halbe Tasse am Morgen ins Futter, eine halbe Tasse am Abend ins Futter und dann ist der Hund auch dort besser geschützt. Grundsätzlich geht es auch darum, dass halt wieder ja, ein Milieu auf dem Hund erzeugt wird, das den Zecken halt eben einfach nicht so schmeckt. Das heißt, Zistrose, sehr guter Tipp, kann man auf jeden Fall mal machen. Dann zwei Sachen sind Knoblauch und Bierhefe. Dabei muss man direkt mal sagen, dass Knoblauch ab einer gewissen Menge für den Hund gefährlich ist. Deswegen muss man dort immer mit der Dosierung aufpassen. Auch hier soll es wieder ein, also es wird über das Futter gegeben, auch hier soll wieder ein unattraktives Milieu auf dem Hund erreicht werden, sodass die Zecke halt sich lieber einen anderen Wirt sucht. Da muss man einfach drauf aufpassen. Ich würde bei Knoblauch tatsächlich, ich weiß, ich wollte die Meinung erst am Ende sagen, aber ich sage es direkt hier, falls es Leute gibt, die vielleicht hier nach ausschalten. Wichtig, ich würde einfach auf was anderes zurückgreifen. Es gibt viele andere Mittel, weil Knoblauch, wie gesagt, ab einer gewissen Menge halt nicht mehr gesundheitsfördernd bzw. eher gesundheitsschädigend ist. Bei Bierhefe, die ist ungefährlicher, aber auch da gibt es einen Anwendungshinweis. Und zwar sollten dort 10 Kilogramm Körpergewicht, 1 Teelöffel Bierhefe ins Futter gegeben werden. Danke, deutsche Sprache. Genau, dort sind die enthaltenen B-Vitamine in der Bierhefe, die halt eben auf die Zecke bzw. ein zeckenunfreundliches Milieu auf dem Hund erreichen. Dann kommen wir zu etwas, was auch viele Leute verwenden, ätherische Öle, zum Beispiel Schwarzkümmelöl oder Teebaumöl oder Lavendelöl. Hier muss man immer aufpassen, dass diese ätherischen Öle in zu hoher Dosierung auf den Hund gefährlich wirken, sowohl im Körper als auch außerhalb des Körpers. Weil wenn man es drauf reibt, muss es halt darauf geachtet werden, dass es sehr, sehr verdünnisiert wird, weil der Hund das vielleicht abschlecken kann und das ist halt eben einfach nicht gut. Und es gibt halt eben auch noch die Möglichkeit der Kontaktallergie, dass der Hund halt eben, wenn man es in zu hoher Menge drauf gibt, halt allergisch drauf reagiert und man hat es vielleicht schon gehört, Schwarzkümmelöl ist gefährlich für zum Beispiel die Leber und darf auch deswegen nicht in zu hoher Dosierung ins Futter gegeben werden. Genau, das ist bei allen dreien so. Man darf dabei auch noch aufpassen oder muss dabei aufpassen, dass diese ätherischen Öle giftig für Katzen sind. Das heißt, wenn Katzen im Haushalt leben, sollte man darauf auf jeden Fall komplett verzichten, das außerhalb, also auf den Hund drauf zu geben. Also zum Beispiel Schwarzkümmelöl wird ins Futter gegeben, Teebaumöl und Lavendelöl dürfen übrigens nicht ins Futter gegeben werden. Ganz wichtig, das ist eine Anwendung von außen. Kann man sich halt überlegen, wie gesagt,
Da muss man halt immer sehr, sehr vorsichtig sein mit der Anwendung. Aber auch hier soll halt wieder ein schädliches oder nicht so attraktives Milieu für die Zecke erreicht werden. Jetzt kommen wir zu einer Sache, weil jetzt kommen wir auch schon langsam in die Meinung. Jetzt kommt nämlich das Letzte, was auch von vielen Leuten, ja, empfohlen wird. Und zwar ist das eine sogenannte Bernsteinkette, also ein Bernsteinhalsband, das man dem Hund umlegt. Dort gibt es zwei Gründe, warum die Leute sagen, dass es halt eben gegen Zecken wirkt. Einerseits soll es halt einen Geruch auslösen. Man muss dazu sagen, es ist halt fossiles Baumharz. Und die Leute sagen halt eben, dass erstens eine statische Aufladung des Hundefells erzeugt wird, was halt abschreckend auf die Zecke wirkt und der Geruch. Da kommen wir zu dem, was ich anfangs schon mal gesagt habe. Zecken haben keinen Geruchssinn. Das heißt, die riechen das nicht. Wodurch dann schon mal dieser Fakt einfach nichtig gemacht wird. Ich habe auch noch mal einen extra Artikel dazu unten verlinkt. Den werde ich auch so kennzeichnen. Alles andere werde ich einfach nur als Quelle eingeben. Das andere werde ich tatsächlich mit Bernsteinhalsband versehen. Da könnt ihr das auch noch mal nachlesen, wo genau das halt eben drin steht, dass halt eben, wie gesagt, erstens die Zecke keinen Geruchssinn hat, das heißt, die riecht das einfach nicht, deswegen ist es völlig egal, was das für einen Geruch auslöst und auch, und es, was anderes macht es halt eben nicht. Die Zecke ist auch, also diese Substanz Harz ist nichts, was die Zecke tatsächlich wahrnehmen kann. Könnt ihr in dem Artikel halt eben auch nochmal nachlesen, da ist es drin beschrieben. Und auch die statische Aufladung ist erstens so gering, dass sie eigentlich keinerlei Auswirkungen hat. Und es wurde in Videos tatsächlich auch bestätigt oder nachgewiesen, sage ich mal, dass eine statische Aufladung die Zecke eher anzieht als abstößt. Wie gesagt, auch hier könnt ihr selber nochmal nachlesen. Es wird vermutlich trotzdem viele Leute nicht überzeugen. Aber laut dem, was ich so gelesen habe, ist eine Bernsteinhals. Ein Bernsteinhalsband einfach völlig unnötig und wirklich nur Geldmacherei. Ihr lasst euch, wenn ihr so etwas kauft, wirklich nur unnötig das Geld aus der Tasche ziehen. Und damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende von diesem Video und beziehungsweise am Ende des ersten Teils und schon direkt in die Meinung reingerutscht. Ich würde eigentlich nur auf Kokosöl und Zitrose setzen. Wie gesagt, bei den anderen Dingen hat man erstens diese gesundheitlichen Risiken, die da bestehen, wenn man zum Beispiel das einfach ein bisschen überdosiert. Und das finde ich einfach immer schon nicht so gut. Und man hat halt, wie gesagt, beim Kokosöl und bei der Zitrose auch, ich sag mal, kleinere Studien, die das Ganze auch belegt haben, dass es einfach eine schlechte Wirkung auf Zecken hat, beziehungsweise dass es eine positive Wirkung hat, dass Zecken halt eben abgeschreckt wird. Werden. Da gibt es tatsächlich Studien, die das überprüft haben und auch positive Ergebnisse erzielt haben. Natürlich wäre es dort besser, wenn noch weitere Studien durchgeführt werden würden, vor allem bei dem Zistrose, weil da wurde eine etwas geringere Anzahl von 48 Hunden getestet, wovon halt auch nicht alle Hunde Zistrose bekommen haben. Also ich glaube, 20 Hunde haben Zistrose bekommen, die anderen Hunde andere Mittel und diese 20 Hunde haben halt 0 bis wenige Zecken gehabt, während die anderen Hunde sehr viele Zecken hatten. Trotzdem wäre da natürlich eine weitere, längere Studie sehr zu empfehlen. Aber da gibt es auf jeden Fall schon mal Studien, die das zu einem Teil nachbewiesen haben. Das gibt es zum Beispiel bei der Bernsteinkette und auch den anderen Sachen, bei der Bernsteinkette, bei dem Bernsteinhalsband zum Beispiel gar nicht. Dort ist es nirgendwo bisher belegt worden, dass es einen positiven Effekt hat, sondern es gibt eher Leute, die halt eben ganz klar sagen, es gibt keinen positiven Effekt von der Bernsteinkette aufgrund der verschiedenen Gründe, die ich bereits genannt habe, aber auch da gab es keine Studien. Bei den anderen Sachen, wie zum Beispiel Knoblauch oder den ätherischen Ölen, gibt es, so wie ich das gesehen habe, auch keine Studien, die das be- oder widerlegen. Aber es gibt halt eben diese gewissen gesundheitlichen Risiken. Deswegen gibt es ja zwei Sachen, die eigentlich sehr gut zu wirken scheinen, die bisher in Studien positive Ergebnisse erzielt haben und auch in der praktischen Umsetzung bereits erfolgreich oder erfolgsversprechend gewesen sind. Deswegen würde ich auf Kokosöl und Zistrose setzen. Und das werden wir dieses Jahr auch machen. Tatsächlich muss ich sagen, in meinem ersten Jahr habe ich mich ein wenig von meinem Tierarzt verleiten lassen, dass ich NexGard gegeben, was ich persönlich gar nicht geben würde. Und im zweiten Jahr habe ich das ins Futter gegeben, was eventuell eine Wirkung erzielt hat. Ich habe es allerdings nicht so krass beobachtet, sondern den Hund trotzdem noch von Zecken befreit. Das heißt, ich würde Kokosöl aufs Fell geben oder beziehungsweise auf den Hund oder halt Zistrose ins Futter.
Das sind meine Sachen. Wie gesagt, auf diese ganzen chemischen Dinge würde ich komplett verzichten, weil erstens haben sie auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass der Hund nicht von einer Zecke befallen wird, beziehungsweise bei sowas wie Bravecto oder NexGard hat man überhaupt keine Absicherung, weil es nicht repellierend ist und man hat trotzdem das hohe Risiko, dass Zeckenkrankheiten übertragen werden können. Das heißt, das sind einfach nur chemische Mittel, die gesundheitsgefährdend sind, aber auch nicht die hundertprozentige Absicherung geben, dass keine Zecken auf den Hund kommen und auch keine Absicherung, dass der Hund halt nicht von verschiedenen Krankheiten befallen werden kann. Und die natürlichen Mittel versprechen das sozusagen auch nicht, haben aber natürlich ein gesundheitliches geringeres Risiko beziehungsweise gar kein Risiko und sind daher von meiner Seite aus besser zu empfehlen. Wie gesagt, Kokosöl und Zistrose, meine persönliche Empfehlung. Schaut es doch gerne mal raus. Schaut es euch doch gerne. Boah, heute bin ich gar nicht in der Lage zu reden. Schaut es euch doch gerne mal an und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was benutzt ihr so für Mittel? Habt ihr schon Erfolg damit gehabt? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Gebt uns auch gerne ein Like, wenn ihr das wollt. Oder abonniert den Kanal. Drückt die Glocke, was man halt eben so alles machen kann. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Aber am meisten freuen wir uns über Kommentare, um einfach zu wissen, wie es andere machen. Das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, bis zum Ende durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal bei Unterwegs mit Hund.